Für mehr Videos und Übungen zum Thema klicke den Beschreibungslink. Hallo und herzlich willkommen. Der Titel dieses Videos lautet Die Reaktionsentropie. Nach dem Video weißt du dann erstens, was die Reaktionsentropie überhaupt ist, zweitens, wie man sie abschätzt und berechnet und drittens, warum ihre Kenntnis überhaupt wichtig ist. Du solltest allerdings bereits wissen, erstens, was die Entropie ganz allgemein ist, zweitens, wie der erste und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik lauten und außerdem noch, wie sich die verschiedenen Aggregatzustände voneinander unterscheiden. Wie ihr ja vielleicht wisst, ist die Entropie eine Zustandsgröße, die mit dem Buchstaben groß S bezeichnet wird. Ausgehend von einem Zustand A, den wir in einen Zustand B umwandeln, können wir die Entropiedifferenz dieser beiden Zustände ausrechnen, indem wir die Entropie A von der Entropie B abziehen. Außerdem wisst ihr vielleicht, dass in jedem abgeschlossenen System gilt, diese Entropiedifferenz ist stets größer gleich 0. Nun, und da wir es hier mit Chemie zu tun haben, kann die Zustandsänderung von A nach B zum Beispiel eine chemische Reaktion sein. Etwa die Reaktion A plus B ergibt C plus D. Sowohl für die Edukte als auch für die Produkte können wir sogenannte Standardentropien festlegen oder nachlesen, analog etwa den Standardenthalpien von Stoffen. Bilden wir nun die Differenz aus den Standardentropien der Produkte und der Edukte, dann können wir die Reaktionsentropie dieser Reaktion berechnen. Diese Reaktionsentropie. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.